Ich finde die Qualität oder das Niveau der Fotoreportage ist sehr gut. Im Vergleich mit der tschechischen Fotografie könnte ich nicht sagen, dass das jetzt ein großer Unterschied ist. Was ein bisschen auffällt, ist, dass die Themen ein bisschen anders sind. Also ich habe hier ein bisschen vermisst, so Themen, die einfache Ereignisse, die ganz einfache Ereignisse dokumentieren, also nicht jetzt diese wichtigen Events, sondern die ganz einfachen Sachen, wie die Leute leben, was hat sich verändert seit 1989, das ist ein bisschen wenig zu sehen. Das ist der zweite Punkt, was mir auffällt. Die Fotografen haben nicht genug Zeit investiert in die Reportagen. Alle Reportagen, nicht alle, es gibt natürlich gute Ausnahmen, aber einige Reportagen sehen so aus, dass sie in 2, 3 Stunden, vielleicht in einem Tag gemacht worden sind. Und gute Fotoreportage braucht manchmal eine Woche oder 3 Wochen, bis man so ein bisschen auch diese Hintergründe der Story gut dokumentieren kann. Also ich weiß viel mehr über die polnische Fotografie und ich weiß auch viel mehr über Polen. Das ist viel wichtiger. Ich habe viel, viel über Polen erfahren durch diese Fotoreportagen, die wir gesehen haben. Ja, die ganzen politischen Hintergründe der Streitigkeit der Gruppen, ja, die zeigen, dass die Gesellschaft sehr uneinig ist in bestimmten Sachen, die, also eine Seite ist sehr national bestimmt, die anderen sind viel weltoffener und die haben miteinander Streit. Das zeigen auch oft die Fotos. Ja, ich will hier nicht den Oberlehrer spielen, aber was ich glaube, was sehr wichtig ist für jeden Fotografen, dass er immer überlegt, nicht nur fotografiert. Das ist das Wichtigste, dass man vor dem Fotografieren eine Reportage überlegt, wie man so eine Reportage machen könnte oder sollte, dass man während der Reportage überlegt, dass man die richtigen Fotos macht und vor allem, dass man auch nach der Reportage gut überlegt, wie man die Fotos, die man gemacht hatte, richtig zusammensetzt, dass es eine Fotogeschichte ergibt, die eine gute Dramaturgie hat, die gut verständlich ist. Ich würde das mit einer Kurzerzählung vergleichen. Also eine geschriebene Kurzerzählung besteht aus Sätzen. Jedes Foto ist ein Satz. Und wenn man die Fotos nicht richtig zusammenstellt, dann kriegt man ein textliche Goulage, genauso wie wenn man die Sätze nicht richtig zusammensetzt. Also die Sätze müssen eine richtige Reihenfolge haben. Jede Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und genauso funktioniert auch eine fotografische Geschichte. Und das ist, glaube ich, ein Handicap vieler Fotografen, nicht nur in Polen. Das ist ein Problem überall, dass die Fotografen nicht genug Zeit und Gedanken dem Editing der Geschichte widmen.